Wie ist das bei Ihrer Lebensversicherung oder privaten Rentenversicherung? Da zahlen Sie die Beiträge wahrscheinlich monatlich und machen sich nicht weiter Gedanken darüber. Schließlich haben Sie die Konditionen bei Vertragsabschluss geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, die sind gut. Und seitdem zahlen Sie halt, doch womöglich zu einem hohen Preis, wie Alfons Michel. Dieser Mann fühlt sich für dumm verkauft, und zwar von seiner Versicherung. Ohne es zu ahnen, hat er rund 1000 Euro zu viel gezahlt. Das ist also reichlich ärgerlich. Die Hook gibt sich das Image, wir sind für den Kunden, wir tun alles Mögliche. Und in Wirklichkeit kriegt man nicht mal Nachricht, dass man zu viel zahlt, geschweige denn wie zu viel. Zu viel gezahlt hat er bei seiner Kapitallebensversicherung. Die hat Alfons Michel vor 10 Jahren abgeschlossen. Jedes Jahr zahlt er rund 1700 Euro ein, aufgeteilt in 12 Monatsraten. Wir hatten zwar noch nicht allzu lange her, dass wir gebaut hatten. Die Kinder waren noch im Studium. Wir konnten die Summe als Jahressumme nicht in einem Mal aufbringen. Von daher war die monatliche Zahlung die günstigere Lösung. Was ihm dabei nicht klar ist, die Versicherung erhebt bei monatlicher Zahlung hohe Zuschläge. Das wird Alfons Michel aber erst vor kurzem bewusst. Für die Michels heißt das, es bleibt nicht beim Monatsbeitrag von 138 Euro. In Wirklichkeit zahlen wir aber 145,64, also rund 7 Euro mehr. 7 Euro mehr, Sieben Euro mehr. Monat für Monat. Da kommt auf Dauer einiges zusammen. Der effektive Jahreszins, also die tatsächlichen Kosten, liegen bei über 11%. Was die beiden besonders ärgert, davon ist nichts in den Vertragsbedingungen zu finden. Die hätten uns ja vorher Nachricht geben können, so und so läuft das. Dann wären wir darauf vorbereitet und hätte vielleicht schon eher irgendwie was machen können. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Versicherungen ist, aber ob ich sie dann abgeschlossen hätte bei der Hook, weiß ich nicht. Wenn man das Ganze übersehen hätte. Hätte übersehen können, was da jetzt bei rumkommt. Viele Versicherungen geben den effektiven Jahreszins nicht an. So zahlen Kunden hohe Zinsen, ohne es zu ahnen. Je nachdem, ob man die Raten halbjährlich oder monatlich zahlt, im Schnitt zwischen 8% und 11%. Die Verbraucherzentralen halten diese Verschleierungstaktik für gesetzeswidrig, haben eine Klageoffensive gestartet. Sie raten Kunden wie ihm, zu viel gezahlte Zinsen umgehend zurückzufordern. Dann kann er auch Verzugszinsen fordern, jedenfalls von dem Zeitpunkt an, wo er zuerst seine Ansprüche angemeldet hat. Und deswegen empfehlen wir allen Verbrauchern, jetzt schon zu schreiben, auch wenn die Rechtslage im Augenblick noch nicht so ist, dass die Versicherer freiwillig zahlen. Auch die Hook nicht. Alfons Michel überlegt nun zu klagen. Er will seine 1000 Euro zurückbekommen. Also es gibt Formschreiben, wie Sie am besten vorgehen, wenn auch Sie zu viel gezahlt haben. Und wir haben diese Formschreiben auf unsere Internetseite gestellt unter swr.de/marktcheck.